Hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück in der Küche von Emel. Ja, wir sind wieder zurück und ich würde jetzt gern ein Kaufland-Haul mit euch abdrehen. Wieder XXL, richtig viel eingekauft, wie ihr seht, und 171 Euro. Guckt euch mal dieses lange Ding an hier. 171,64 Euro haben wir ausgegeben und wir starten als erstes mit den Mini-Kokosnüssen. Die durften einmal mit. Außerdem zwei, dreimal von der haltbaren Vollmilch, 3,5%. Und was ist das denn schönes? Alpro Hafermilch sind 6-mal. Ich glaube, unsere Babymaus trinkt das. Da ist ein anderes noch dabei. Ah, da ist noch ein anderes dabei. Ja. Okay. Und das sind die nicht alle ohne? Alle ohne Zucker, ne? Ne, die ist ohne Zucker und das ist normal. Okay, alles klar. Danke. Gucken wir gleich mal. Dann haben wir außerdem dreimal einen kalten Red Bull Drink. Zwei, drei. Und was ist das denn Schönes? Das sind Kornikos. Die sind auch richtig lecker, weil die sahen die nicht immer anders aus. Ich dachte, die wären dunkelgrün. Aber vielleicht irre ich mich auch. Und dann ist das Schönes. Bio-Basmati-Reis. Den kenne ich auch gar nicht. Ein bisschen nach hinten schieben. Grüne Zwiebeln. Rote Tomaten. Preis steht da immer drauf. Das muss man nämlich immer ausdrucken bei Dings. 4,07 Euro, ne? Für so ein bisschen Tomaten. Ich habe letztes Mal ja auch gekauft und habe einen Schreck gekriegt. Baby-Vita-Zwiebeln. Ne, Zwiebeln. Zwieback mit Apfelbanane. Und was ist das? Sahne Soft Pudding. Da ist oft auch Gelatine drin. Da will ich noch mal gucken. Und MM Max Milka. Oh, was ist das? Ah ja, das sind wieder diese Kartoffeltaschen. Mit was? Mit Frischkäse? Ne, mit Spinat und Mozzarella. Links ist so schwer. Jetzt haben wir noch ganz viele andere Babysachen hier. Alete, bewusst Gartengemüse mit Geflügel. Baby Vita Kinderküche Mini, was? Mini Macaroni mit buntem Rahmgemüse. Was ist das Schönes? Rahmkartoffel mit Reis und Geflügel. Gemüse und Hühnchen mit Nudeln. Werd von Babyaugen beobachtet. Ganz scharf, was ich da mit ihren Sachen mache. Baby Vita Apfel Mango mit Vollkorn. Geht das? Es geht ein bisschen so. Okay, und dann haben wir Alete Gartengemüse mit Geflügel. Baby Vita Macaroni mit Tomatensauce und Gemüse. Was nicht alles gibt. Ne? Bei uns gab es, glaube ich, so 5 Sorten damals, als eben meine kleinen waren. Inzwischen haben die ja ordentlich dazu gelegt. Hier Sternchennudeln mit Kürbis-Gemüsesoße. Kannst mal sehen. Dann unser geliebter Sahnejoghurt, 10%. Außerdem ist hier noch was Interessantes. Oh ja, Perwoll. Das riecht auch gut. Hatten wir letztes Mal ja schon Blütenrausch. Sucuk Salami von der türkischen Marke Yayla und einmal ein 4er-Pack Joghurt griechischer Art. Dann Tomatenmark. Ja, ich habe ja letztes Mal auch 3 Stück gekauft. Bei mir sind die jetzt auch alle bei meinem Sohn. Hätte ich auch wieder kaufen müssen. Von der Eigenmarke mit Basilikum. Ha, das ist sehr interessant. Okay, und das sind normale. Das ist Würzgemüse. Nee, da ist auch irgendwas drin. Ich habe ein gefunden. Würzgemüse, ja, das ist auch irgendwas drin. Ne? Aber Tomatenmark haben die Leute auch alle gemacht, wahrscheinlich. Ja. Und Knorr, Feinschmecker, Tomaten, Mozzarella. So eine Tüte. Boah, ich gucke, ne? Und Feinschmecker nochmal Tomaten, Mozzarella, Suppe. Eine Suppe. Ich dachte gerade, das sei für Soßen. Baby Vita Vollkorn mit Apfelbanane. Und Vital Vitamin Karottenbrot von Harry. Ich mag das gerne. Oder von Harry. Ich habe das schon probiert hier bei Emel. Das schmeckt ganz gut, finde ich. Was ist das? Eistee von Fanna, der Marke. Direkt aufgebrühten Tee. Fleisch kommt mir hier entgegen. Das sind Hähnchenflügel, frische.
Noch einmal frische Hähnchenflügel. Und das dritte Paket. Jetzt kann ich die Tüte auch mal nach oben nehmen. Wir haben noch einmal Bio-Hafer-Drink und noch einen einen Barista-Hafer-Drink, der wahrscheinlich gut aufschäumen wird. Ich hatte den, glaube ich, schon mal mit euch getestet, ne, Alpro? Ich glaube, den haben wir schon mal auf dem Dorf mal ausprobiert. Buttergemüse. Und dann haben wir noch ganz viel Babynahrung wieder. Oh, das ist aber grün. Spinatkäse-Risotto. Grüner Spinat, klar. Ja. Und mildes Chili con Carne, alles klar. Dass Kinder das auch essen. So, die ist leer. Wir haben aber noch ganz viel Pfannkuchen. Was ist das denn Schönes? Ah, das sind Franzbrötchen. Schoko-Franzbrötchen. Lecker. Geht das mal hier hinten schon mal hin, weil wir werden hier ein bisschen knapp. Nochmal einmal Dessert-Pudding, insgesamt 4 Stück. Vanille. Buttergemüse Nummer 2. Leerdamme Originalkäse. Scheibenkäse. Mal gucken. Rinderhackfleisch zum Braten. Lege ich mal hier mit hin. Alete Nummer 1. Kinderkeks. Die isst die Kleine richtig gerne. Und Streukäse Gouda von der Eigenmarke. Alete Babykeks Nummer 2. Kommen wir zur Süßigkeitenabteilung. Die Schokoladenbonbons von der Eigenmarke. Kamalpulo Aufschnitt. Und das zweite ist so ein Geflügelaufschnitt. Oder es ist Truthahn. Nee, Geflügel und Truthahn wahrscheinlich gemischt. So zwei von den schönen Tieren drauf. Oh, Trutine mag ich nicht. Ne? Ich mag auch das Fleisch nicht. Und Hindi Salami, also auch Truthahn Salami. Das sind diese Waffelminis. Die mag mein Sohn ganz gerne. Wir haben Tomi Sauce Hollandaise Mais. Tomi Sauce Hollandaise Nummer 2. Spinat mit dem Blub, nee, ohne Blub. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Außerdem sind hier wieder diese Frischhaltetaschen. Damit hatten wir letztes Mal ja Käse gemacht. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wie viel kosten die? 1 Cent? 1 Cent haben die kosten. Okay, das ist aber echt günstig, ne? Und diese Paprika. Wie lange? Coca-Cola Zero. Da kriege ich immer Durchfall von, wenn ich diese Zero-Geschichten trinke oder esse. Außerdem Knusperkartoffel vorfrittiert und tiefgefroren mit Frischkäse und Kräutern. Was haben wir noch? Ah ja, Chilapati. Das sind diese länglichen Hackfleischgebilde mit zerkleinertem Rindfleischgewürz zum Grillen, Braten geeignet und tiefgefroren. Mal gucken, was wir hier noch Schönes haben. Eine volle Tüte. Noch dazu. Das sind wieder diese Schokobons von der Eigenmarke. Tomaten, passierte. Ich hatte ja letztes Mal, als ich einkaufen war, fällt mir gerade ein, auch keinen Tomatenmarkt gefunden. Erinnert ihr euch? Ich war bei Aldi und da gab es keinen Tomatenmarkt mehr. Gibt es wohl wahrscheinlich hier auch nicht. Ob die Leute das auch horten oder ob es zu teuer geworden ist für die Produktion, ich weiß es nicht. Harry Eiweißbrot und Bueno Kindergedöns. Was ist das? Waffeln? Ja, das sind Reiswaffeln mit Milchschokolade. Die schmecken aber auch ohne Schokolade gut. Haben wir früher ganz oft gekauft. Immer mal so für den Snack zwischendurch. Baguette, Tomate, Mozzarella. Die ganzen Gummi wird besser. Bananen ganz viel, weil die Babys und Kinder essen hier ganz viel Bananen. Nummer 1 und Nummer 2. Was ist das? Kekse, Haferflocken, die schmecken richtig lecker. Die habe ich früher immer gekauft und die sind auch relativ günstig immer. Dann ist nur noch ein Red Bull da drin.
den wir getrost übersehen können und irgendwas Cremeartiges. Was ist das? Bübchen Gesichtscreme für Babys und Kinderhaut mit Lichtschutzfaktor 50. Ja, meine Lieben, und das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß an unserem XXXXXL-Wocheneinkauf bei Kaufland gehabt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!